Also herzlich willkommen beim nächsten Pressbriefing des Science Media Centers. Heute zum Thema Engpässe bei Arzneimitteln, wie eine bessere Versorgung gelingen kann. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Jakobs. Ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften beim SMC. Und zu den drei Expertinnen und Experten komme ich aber gleich auch noch. Vielleicht kurz einige Worte vorweg. Es ist ja so, dass die Engpässe und die Lieferprobleme bei wichtigen Arzneimitteln in den vergangenen Jahren schon teils kritische Ausmaße erreicht haben und auch mitunter die Gesundheitsversorgung stark sogar beeinträchtigt haben. Die Ursachen, das wissen Sie auch alle, die jetzt schon hier dabei sind, sind sehr komplex, globale, kaum nachvollziehbare Lieferketten, Preisdumping, regulatorische Herausforderungen und natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und in diesem Gespräch möchten wir mit Ihnen da draußen und mit den zwei Experten und der Expertin das drängende Thema der Arzneimittelversorgung in Deutschland einfach nochmal ein bisschen diskutieren und Fragen aufwerfen, die vielleicht noch nicht gestellt wurden oder die noch unklar sind, zumindest die Antworten darauf. Und bevor ich aber zu unseren Gesprächspartnern komme, noch für Sie da draußen nochmal kurz die Info, die Fragen, die Sie stellen, bitte immer ins Frage-Antwort-Tool unten reinschreiben. Das kennen Sie ja eigentlich schon. Die werden dann weitergereicht, die Fragen, und werden mir hier vorgelegt. Und dann gebe ich die weiter an die Experten hier. Und Sie haben noch die Möglichkeit, das vielleicht auch noch kurz gesagt, Fragen ein bisschen hoch zu voten. Also das heißt, wenn Sie jetzt sehen, der Kollege stellt jetzt eine tolle Frage, die hatte ich eigentlich auch so und die finde ich sehr super. Da können Sie einfach mit so einem kleinen Daumen auch nochmal für werben, dass die bitte doch gestellt wird. Also wir versuchen natürlich sowieso alle Fragen zu stellen, aber sollte die jemand besonders wichtig sein, können wir das auch mal mit Nachdruck nochmal betonen. Dann darf ich jetzt die Expertinnen und Experten hier auch mal kurz vorstellen. Ich fange bei mir jetzt mal rechts oben an, das wäre Herr Thorsten Hoppe. Tichy, Leiter der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg. Hallo, Herr Hoppe-Tichy. Dann haben wir bei mir jetzt links unten Frau Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin für pharmazeutische und medizinische Chemie am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Hallo, Frau Holzgrabe. Hallo. Und Herr David Frankas, nicht zu vergessen, Professor für Daten- und Lieferkettenanalyse an der Hochschule Worms. Hallo, Herr Frankas. Herr Hoppe-Tichy, ich würde gerne mit Ihnen starten. Und zwar gewähren Sie uns doch bitte einfach mal so einen kleinen Einblick in Ihre Uni-Apotheke. Welche Regale sind derzeit eventuell leerer als sonst? Eigentlich sind wenige leerer als sonst. Die meisten sind ja voller als sonst, weil wir natürlich schon vor Jahren auch dazu ja veröffentlicht haben, dass man eben mit Lieferengpässen umgehen muss und dass man sie managen muss. Und wir haben ja vor Jahren schon einen Algorithmus eingeführt. Wir haben ja im Krankenhaus eine begrenzte Anzahl von Arzneimitteln. Im Gegensatz zu öffentlichen Apotheken können wir die Arzneimittel ja aussuchen, in der Arzneimittelkommission festschreiben lassen. Und dort geht man so vor, dass man sagt, welches sind die unverzichtbaren Medikamente, die wir in jedem Fall immer da haben müssen. Bei welchen können wir austauschen, bei welchen gibt es Generika, bei welchen können wir importieren. Das ist so die im Groben gesagt, die Schiene, auf der wir uns bewegen. Und natürlich jetzt auch, welche können wir selbst herstellen. Und deshalb nimmt man natürlich hat man bei den sensiblen Arzneimitteln natürlich den Lagerbestand schon vor Jahren massiv erhöht. Also der Inventurwert hier in der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg hat sich bestimmt in den letzten 10 Jahren verdoppelt, wenn nicht mehr als verdoppelt. Einfach um sicherzustellen, dass wir bei essentiellen Arzneimitteln immer handlungsfähig sind. Natürlich haben wir auch im Moment ein paar Bereiche, die leerer sind als sonst, ganz klar. Und es sind auch zum ersten Mal Bereiche dabei, also Arzneimittel dabei, die wirklich essentiell sind, einmal für die Patienten bei uns, aber wir entlassen diese Patienten auch in den niedergelassenen Bereich und haben natürlich auch da eine Verantwortung dann zu übernehmen. So ein klassisches Beispiel ist eine Antibiotikaprophylaxe bei den transplantierten Patienten. Da hilft es nichts, wenn wir die aus Rohstoff selbst herstellen, aber dann im niedergelassenen Bereich die Arzneimittel nicht verfügbar sind. Das wäre fatal. Wir haben es dann auch eben durch die neuen Regelungen des Bundesgesundheitsministers, dass man ja einfacher importieren kann, die Möglichkeit gehabt, eben die Versorgung sicherzustellen. Aber wir waren Gewehr bei Fuß, sage ich mal,
und hatten Rohstoff eingekauft und haben auch enorm viel selbst verkapselt, um die Versorgung in jedem Fall sicherstellen zu können. Wir verbrauchen seit jetzt unsere selbst hergestellten Medikamente, um wieder mit dem normalen im Markt verfügbaren weiterzumachen. Da haben Sie es eigentlich jetzt gerade schon selbst genannt, das Thema auch, wann ist eigentlich ein Lieferengpass eigentlich ein Versorgungsengpass? Also wann ist das Lieferproblem auch ein Patientenproblem und inwiefern können Sie als Apotheke dann überhaupt gegensteuern im Sinne von eventuell andere Mittel der gleichen Wirkstoffgruppe austauschen oder eben als Apotheke selbst herstellen? Können Sie das vielleicht ein bisschen beleuchten mal? Ja, ich kann das eigentlich mal an dem Beispiel der Fiebersäfte vielleicht am besten. Das war ja Fiebersäfte in den Medien rauf und runter für Kinder darstellen. Wir haben hier in der Apotheke einen strategischen Einkauf. Das ist ein Apotheker, der das managt. Und wir hoffen immer, dass der durch eine gute Kundenlieferantenbeziehung als erstes schon erfährt, wenn irgendwie sich Engpässe ankündigen. Ja. Sei es durch Rohstoffmangel, sei es durch regulatorische Anforderungen an Betriebsstätten und so weiter und so fort. Und in diesem Fall war dann Paracetamol genannt worden. Und das Erste, was er versucht, ist nochmal zu etwas einzukaufen. Er weiß dann natürlich auch, wenn Paracetamol eng wird, wird Ibuprofen auf Dauer auch eng. Also versucht er auch dort einzukaufen. Als nächstes geht er dann her, informiert die Arzneimittelinformation und die Arzneimittelversorgung, weil die werden nämlich Informationsschreiben an die Stationen rausgeben müssen, wenn wir irgendwas umstellen. Dann geht er zur Arzneimittelherstellung und die orientieren sich, ob im Markt Rohstoff zu kriegen ist. Wir haben in beiden Fällen 1 Kilogramm jeweils eingekauft als Rohstoff. Das war erhältlich. Und er orientiert sich, ob man eventuell über Importe aus anderen Ländern etwas überbrücken kann. Importe aus anderen Ländern, muss man aber klipp und klar sagen, sind natürlich auch ethisch ein Problem für uns und moralisch, weil wir kaufen damit andere Märkte leer. Das muss man einfach sich klar machen. Dann haben wir vielleicht nicht das Problem, aber Frankreich hat es oder Belgien oder Griechenland. Ja. So, und so wird vorgegangen und dann stellt man eben ab einer gewissen Zeit dann selbst solche Sachen her. Herstellungsvorschriften existieren in den meisten Fällen oder werden entwickelt, so wie es sich im Arzneibuch gehört, mit Plausibilitätstests und alles, was uns an regulatorischen Vorgaben gemacht wird, sodass die Qualität von dem, was wir herstellen, genauso gut ist wie die Qualität der im Markt befindlichen Produkte. Können Sie vielleicht ganz kurz auch nochmal skizzieren, wo so die Grenze der Herstellung der Apotheke vielleicht ist? Also was kann man herstellen, was kann man nicht herstellen? Vor allem ja, die Grenze in der Krankenhausapotheke ist klipp und klar genannt in den Gesetzgebungen. Wir können eigentlich nur für unsere eigenen Patienten, die im Bett des Krankenhauses liegen, etwas herstellen. Das, was wir gemacht haben zur Überbrückung eventuell bei den Transplantpatienten, wäre schon darüber hinaus gewesen. Aber wir hätten es natürlich trotzdem gemacht, um die Patienten abzusichern. Ganz klarer Fall. Ja, vielen Dank, Herr Opetichi. Ich komme bestimmt gleich auf Sie nochmal zurück. Herr Frankas, ich würde jetzt gerne schon mal kurz zu Ihnen wechseln und Ihnen die etwas große, aber vielleicht auch dann doch für Sie einfache Frage stellen. Was sind letztlich eigentlich die Ursachen für die aktuellen Lieferengpässe? Und sind die Nachfrage daher, wissen wir das eigentlich ganz genau, was ist? Wir haben viel geschrieben und gehört auch schon in den letzten Wochen und Monaten, aber wissen wir es eigentlich genau, was das Problem ist? Für den einzelnen Lieferengpass wissen wir es oftmals wohlgemerkt. Man ist halt eben auf die Informationen der Hersteller angewiesen, die detaillierter sein können, die weniger detailliert sein können. Und es sind im Grunde genommen eigentlich drei Bereiche, die ursächlich sind. Das eine ist, das ist der Hauptgrund, das sind Probleme im Produktionsbereich, im Lieferkettenbereich. Das können Qualitätsmängel sein, das können tatsächlich technische Probleme sein. Das kann die Verfügbarkeit von Wirkstoffen entlang der Kette sein. Beispiel wäre hier, wenn man jetzt ein paar prominente Beispiele rausgreift, 2018, 2017 die Valsartan-Lieferengpässe durch Verunreinigung der Wirkstoffproduktion bei einem chinesischen Hersteller, der sich aber weltweit beliefert hat. Das ist auch diese starke Konzentration der Lieferkette, die teilweise problematisch ist. Dann haben wir
auch Marktaustritte. Das war sicherlich ursächlich mit für die Lieferengpässe bei den Fiebersäften für Kinder, die wir gerade schon angesprochen hatten, wo der zweitgrößte Zulassungsinhaber für Deutschland mit 30% etwa aus dem Markt ausgetreten ist und wir de facto jetzt eigentlich eine quasi Monopolsituation haben. Auch das kann passieren, wirtschaftliche Gründe, was man dann natürlich ein bisschen hinterfragen muss. Wie kann es dazu kommen, dass jemand einen Marktanteil von 30% freiwillig den Markt verlässt? Das ist natürlich eine Diskussionssache, die man diskutieren müsste. Der dritte Bereich kann sein, dass wir eben unerwartete Nachfragesteigerungen haben. Das haben wir während der Corona-Krise gesehen, dass Medikamente plötzlich gehypt worden sind, in der Presse waren entsprechend die Abverkäufe stiegen. Das kann natürlich auch sein, dass ein therapeutischer Bedarf deutlich steigt durch vielleicht mehr Intensivpatienten, was wir auch in der Corona-Krise gesehen haben. Jetzt aktuell haben wir einen Lieferengpass bei diesen Diabetes-Medikament, diesen Semaglutiden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dort tatsächlich, weil man gemerkt hat, das kann man auch zum Abnehmen nutzen, es wird gehypt und plötzlich hat man einen Off-Label-Use für das Medikament, der natürlich auch die Nachfrage treiben kann. Das sind so die drei Bereiche. Was wir im Allgemeinen sehen, sicherlich ursächlich so dieser Wandel, die Abwandlung der Wirkstoffproduktion und vor allem auch die hohe Konzentration der Wirkstoffproduktion, gerade im Bereich von den Wirkstoffen, die in Generika verwendet werden, dadurch aber für die Breitenversorgung sehr relevant sind, ist sicherlich auch ein Faktor, der dahinter steht. Kostendruck, immer höhere Konzentration auf immer weniger Hersteller. Das heißt, dadurch wird die Lieferkette per se anfälliger. Auch die Verlagerung der Produktion nach Asien, Länder, wo wir vielleicht weniger Einsicht haben, wird im Allgemeinen damit in Verbindung gebracht. Wobei man hier ein bisschen aufpassen muss, es gibt nicht die eindeutige Kausalität, die man wirklich wissenschaftlich präzise nachweisen kann. Aber wenn man die Muster interpretiert, spricht eben vieles dafür, dass die Komplexität, die dadurch erzeugt worden ist, sicherlich auch eine Ursache im Hintergrund ist. Ich habe jetzt auch mit der Anhörung, die ja gestern Abend im Bundestag war, mal ganz kurz nochmal das Gesetz oder den Gesetzentwurf von Lauterbach reingeschaut, wo er die Rede von einer Diversifizierung der Lieferketten ist, was auch immer das erstmal heißen soll. Aber vielleicht die Frage ist jetzt an Sie gespielt. Also an welchen Stellschrauben müssten wir denn an diesen Lieferketten dann letztlich drehen oder kann man überhaupt drehen? Ja, gut, der Entwurf versucht ja, der erste Entwurf, man hat ja das Gesetz in verschiedenen Entwürfen verfolgen können. Der erste Entwurf hat ja vorgesehen, dass man stark bei der Wirkstoff, beim Wirkstoff, also dort diversifizieren soll, dass mindestens eine Wirkstoffquelle in Europa war. Das ist halt teilweise gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, dass es für einzelne Wirkstoffe nur noch 1 bis 5 Hersteller weltweit gibt, die das überhaupt herstellen. Das heißt, da wird die Diversifikation per se schon schwierig. Wenn die aber alle in Asien sind, was es teilweise gibt, dann kann ich gar nicht diversifizieren. Das wurde ein bisschen schärft, dass zumindest die Produktion, also die Beiproduktion dann in Europa sein muss. Das heißt, natürlich kann man das jetzt fordern. Das ist sicherlich auch keine falsche Maßnahme. Nur sie wird das Problem nicht lösen können, weil wenn wir gar keine Möglichkeit haben, jetzt zu diversifizieren, können wir im Einkauf gar nicht diversifizieren. Und das ist ja halt die Situation. Wir haben im Generika-Bereich 2/3, das ist immer die Frage, was man für als Grundlage hier nimmt für solche Berechnungen, aber verschiedene Berechnungen sind relativ konsistent, dass sicherlich 2/3 der Wirkstoffe in Asien konzentriert sind, Indien und China eben hier. Und dann wird naturgemäß die Diversifikation schwierig. Zumal man auch sagen muss, der Gesetzentwurf ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch von den aktuellen politischen Diskussionen gesteuert. Man konzentriert sich hier auf Onkologie, konzentriert sich auf die Kinderarzneimittel, was nicht falsch ist. Aber es gibt ja nun deutlich mehr. Ich denke, da wird jeder hier in der Runde zustimmen, dass das nicht alles ist, was Menschen brauchen. Vielen Dank, Herr Frank Hass, dafür schon mal. Frau Holzgrabe, bei Ihnen würde ich gerne auch mal nachhaken. Wenn wir über den Arzneimittelmarkt ja derzeit sprechen, reden wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eigentlich hauptsächlich um den Generikamarkt, der ja 80% roundabout ausmacht. Und da wäre so die Frage, weil der Wunsch ja immer ist, immer mehr nach Deutschland doch wiederholen zu wollen, oder es wird immer mehr geäußert, natürlich politisch. Aber inwiefern ist das überhaupt noch denkbar, die Produktion solcher im Ausland sehr günstig hergestellten Arzneimittel wieder vermehrt in ein doch sehr reiches und teures Land, in Anführungszeichen, nach Deutschland zu holen? Also es ist natürlich eigentlich so ein bisschen naiv zu sagen, wir holen die Produktion zurück, denn die Produktion ist auch nicht so einfach. Da steht meinetwegen in China, wie ja eben schon genannt, eine Firma und die macht dann den Wirkstoff. Nein, so ist es nicht. Da gibt es mehrere Firmen, die Zwischenprodukte machen. Eine Synthese eines Wirkstoffes kann viele Stufen umfassen. Und Zwischenstufen, das haben die Chinesen clever hingekriegt, also die rein chemisch hergestellt werden, die noch gar nichts mit der Pharmaindustrie zu tun haben, werden gekauft von der Pharmaindustrie und weiterverarbeitet, um dann letztendlich einen Arzneistoff zu machen.
Das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn sich zum Beispiel, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, Herr Macron herstellt und sagt, wir machen jetzt Paracetamol wieder in Frankreich, dann ist es auch nicht wirklich wahr. Denn diese Firma Sequence, die es da machen soll in Roussillon, die hat früher schon Paracetamol hergestellt, hat vor 20 Jahren beschlossen, viel zu teuer, machen wir nicht mehr, und hat ein Joint Venture mit China eingegangen. Und in China gibt es zwei Firmen, die einen macht Paracetamol und die andere machen die Vorstufe. Heißt Paraaminophenol, ist jetzt für den normalen Bürger ein bisschen schwer zu verstehen. Aber dieses Paraaminophenol wird in Roussillon gar nicht hergestellt. Das heißt also, zum Schluss macht man in Roussillon nur die letzte Stufe. Ich mache aus dieser Chemikalie Paraaminophenol den Wirkstoff Paracetamol. Das ist allerdings eine sehr einfache Synthese. Und zwar ist es so einfach, wie mache ich aus Morphin Heroin? Das kann ich im Kochtopf machen mit Acetanhydrid und da habe ich 100% Ausbeute, kann jeder Dealer machen. Und genau diesen ähnlichen Syntheseschritt macht man da jetzt in Roussillon. Aber das beschreibt so ein bisschen, und es ist noch viel komplexer als dieses Beispiel, dass es gar nicht möglich ist zu sagen, wir machen jetzt was in Europa. Ich bin unbedingt dafür, dass wir über viele Dinge nachdenken und auch wieder Dinge zurückholen sollten. Und es sollte uns das wert sein, dafür auch mehr zu bezahlen, dafür, dass wir unabhängiger werden von China. Aber wir werden niemals wirklich unabhängig. Denn Chinesen haben ganz viel übernommen, was wir nicht mehr machen wollen. Halogenchemie zum Beispiel soll in Deutschland nicht mehr hergestellt gemacht werden, aus umwelttechnischen Gründen. Wer will da jetzt ein Risiko eingehen? Also das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Es fängt mit dem Wirkstoff an, der in verschiedenen Firmen Schritt für Schritt hergestellt wird, an verschiedenen Orten auch hergestellt wird. Und es geht weiter bei Hilfsstoffen. Wir haben vor ein paar Jahren das Problem, ist gar nicht so lange her, mit Tamoxifen gehabt. Es war vielschichtig. Einerseits sind europäische Firmen hergegangen und haben das Tamoxifen, was man ja bei Brustkrebs einsetzt und was dann essentiell für die Patienten ist, haben viele Firmen das aufgegeben, herzustellen. Wir hatten auch Hersteller in Deutschland zum Beispiel, Arevi Pharma in Radebeul, die machen das nicht mehr. Aber der wirkliche Lieferengpass, den es mal momentan punktuell gegeben hat, lag gar nicht am Tamoxifen selber, sondern an einem Hilfsstoff, der nicht mehr zur Verfügung stand. Das ist also völlig albern. Calciumhydrogenphosphat war es, glaube ich. Eine Chemikalie, muss man sagen. Aber die gab es nicht mehr und dann konnte man auch das Medikament, also sprich das Arzneimittel, nicht mehr herstellen. Also das ist alles nicht so ganz einfach, und sich breitbeinig hinzustellen, wir holen die Produktion zurück, das funktioniert nicht. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, wir müssen ein Umfeld schaffen, auch pekuniär und regulatorisch und auch von den Genehmigungen der Behörden her, sodass bestimmte Produktionen wieder auch hier gemacht werden, um eine Diversifizierung dann auch wieder zu haben. Denn Herr Franke hat ja schön dargestellt, dass es die kaum noch gibt und das müssen wir wieder herstellen. Weil die direkte Nachfrage auch schon hier im Chat auch kam, welche Dinge können wir denn zurückholen oder was ist da überhaupt möglich oder sollten wir zurückholen vielleicht auch? Also man muss natürlich sagen, das ist die Wertigkeit von Arzneimitteln. Antibiotika sind lebenswichtig. Und es gibt, wenn wir die nicht haben, dann können wir zwar manchmal ein anderes Antibiotikum nehmen, aber das ist dann immer schon erst zweitbest. Also da muss man ansetzen und man muss ganz ehrlich sagen, wir zitieren immer Kundl und die machen Aminopenicillansäure, das ist die Ausgangsstoffe für Amoxicillin, über das so viel geredet worden ist in den letzten Wochen. Interessanterweise macht Kundl nicht Aminocephalosporansäure. Das wäre der Ausgangsstoff für alle Cephalosporine. Also wir sollten mehr haben als Kundl in Europa zum Beispiel. Und das ist ja in großer Gefahr, diese Firma, das muss man doch klar sagen. Das ist Sandoz und das gehört im Augenblick zu Novartis. Und Novartis protegiert das Ganze. Die haben eh schon jetzt ein Problem, obwohl sie investieren wollen und auch Geld in die Hand nehmen, die Energiekosten zu stemmen, die ja auf einmal viel größer geworden sind oder viel höher geworden sind. Also da kann es dann sein, denn Novartis will die Sandoz eigentlich abstoßen und da gibt es viele Gerüchte im Hintergrund, über die ich nicht reden möchte. Und wenn es dann einen gibt, der das kauft,
vielleicht interessiert den Sando und Gundel gar nicht mehr. Also Gundel nicht mehr, weil das ist ein defizitärer Betrieb, das müssen wir klar sagen. Also sie bekommen, die bekommen da nicht das Geld, was sie brauchen, um die Produktion eigentlich zu gewährleisten. Und insofern brauchen wir nicht nur die Gewährleistung, dass es dieses Werk in Kundel in Tirol weitergibt, sondern wir bräuchten eigentlich auch mehr Werke dafür. Aber wir müssen das auch finanzieren. Ja. Erlauben Sie mir kurz eine kleine Nachfrage zu, was Sie eben gesagt haben, zu Aminophenol bei Paracetamol. Dann vielleicht noch eine Nachfrage. Da hatten Sie ja selbst schon ein bisschen angesprochen. Es gibt ja diese strengen Umweltauflagen hierzulande oder auch in der EU. Und sind wir da vielleicht irgendwie zu streng für solche Arzneimittelvorstufen? Oder war das letztlich schlau oder gut, solche hohen Umweltauflagen dabei zu erlassen? Also das muss man ja immer von zwei Seiten sehen, nicht? Also wenn man die Produktion sieht, wird man sagen, das ist jetzt blöd gelaufen, in Anführungsstriche. Aber ich meine, wir müssen unsere Umwelt auch im Blick haben, das ist völlig klar. Es gibt aber innovative Chemie, die dann versucht, das in den Griff zu bekommen. Übrigens ist es auch so, die Vorstufe wiederum von Aminophenol ist ein Parachlornitrobenzol. Und da sind die Chinesen hergegangen, das wird in China hergestellt. Also Leute, da müssen wir jetzt schon höhere Umweltauflagen machen, worauf dann in China mehrere Firmen pleite gegangen sind. Und dann konnten die Inder das nicht mehr von den Chinesen kaufen. Also daran sieht man schon dieses Netzwerk, was sich da aufgebaut hat. Und da gab es dann auf einmal zu wenig von dieser Chemikalie. Und was wurde bei uns kolportiert in der Presse? Die Inder liefern uns kein Paracetamol mehr wegen Corona. Nein, sie hatten selber den Ausgangsstoff nicht dafür. Also Umweltauflagen, ist ja nicht so, dass in China alles irgendwie verpestet und vergiftet wird bei Produktion, gibt es auch inzwischen in China. Und wir brauchen natürlich hier auch rein chemisch gesehen modernere Prozesse. An sowas arbeitet dann wiederum umgekehrt die Firma Sequenz, die ich eben benannt habe, die in Roussillon in Frankreich sitzt. Vielen Dank, Frau Olsgrabe. Herr Hoppetich, es kam eben eine Frage schon mal rein. Können Sie mal einen Preisvergleich anstellen? Wie teuer ist ein in Ihrer Apotheke hergestelltes Antibiotikum im Vergleich zum Fertigarzneimittel? Nee, das kann ich leider nicht, weil wir in den Krankenhausapotheken sind ja ausgenommen von der Arzneimittelpreisverordnung. Also wir kaufen die Arzneimittel ja per Verhandlung ein. Und ich kann natürlich sagen, wenn wir Vollkostenkalkulationen machen, jetzt mal ohne den Wirkstoff, dann kostet bei uns eine Kapsel circa 50 Cent. Ja, und dann kommen eben noch die Kosten des Antibiotikums mit dazu. Das ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt billiger werden, wenn wir was selbst herstellen. Das kann ich zumindest mal sagen. Wir haben einige Sachen, die werden durch Eigenherstellung eher teurer. Das dokumentiert allerdings auch, wie günstig teilweise Arzneimittel im Markt sind. Ja, es gibt diese Paradebeispiele, dass eine Infusionsflasche von einem mit einem Aminosäure drin oder mit einem Glucose drin oder so etwas, dass die weniger kosten als eine Flasche Mineralwasser draußen. Das sind natürlich solche Blüten. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, möchte ich nicht so leicht Firmen wie, ich nenne jetzt einfach keinen Namen, es waren schon ein paar gefallen, entlassen mit dem Hinweis auf Produktionskosten. Wir haben hier in den letzten Jahren, ich würde sagen, das sind ein Drittel unserer gesamten Arzneimittelkosten für 25 Patienten eingesetzt. Ja, mit Arzneimitteln dort, bei denen ich nicht weiß, wie hoch die Produktionskosten sind. Ich weiß aber genau, wie viel bezahlt worden ist für die Firmen, die das ursprünglich mal hergestellt haben. Und ich weiß auch, dass die ursprüngliche Hersteller, der erste Ansatz mit Patientengeldern finanziert wurde. Als ich hier angefangen habe, hat mir mal ein Außendienstmitarbeiter gesagt, wissen Sie, Herr Petichi, Arzneimittelherstellung und pharmazeutische Industrie, das ist auch eine ethische Industrie. Wir machen manchmal auch Sachen, die sich gar nicht so rechnen. Dafür haben wir bei anderen wieder etwas, was sich mehr rechnet. Es war also
so ein mischkalkulativer Ansatz damals scheinbar, der gut ging. Und ich glaube, das ist komplett verlassen worden, der Weg ist komplett verlassen worden. Ja, wir werden hier, ich trage hier durch die Apotheke vom Wareneingang in die Rekonstitutionsabteilung kleine Ampullen, die 2,5 Millionen Euro kosten. Ja, das allein das dahin zu tragen, ist schon ein mittelschweres Abenteuer, weil sie kriegen es noch nicht mal versichert. Ja, sie hoffen dann auf Kulanz oder sonst was, wenn es ihnen mal runterfällt. Das ist, in meinen Augen, ist das überhaupt nicht mehr zusammenzubringen, alles. Ja? Und ich würde nicht alles am Preis festmachen müssen. Es ist es ist in der Tat so, dass es schwer zu verstehen ist, dass eine Tagesration eines oralen Antibiotikums weniger kostet als das Essen hier in der Kantine. Das ist in der Tat nur schwer nachvollziehbar. Auf der anderen Seite übernehmen wir hier gerade alle Kosten für Lieferengpässe selbst. Ja? Wir finanzieren als Krankenhaus den hohen Lagerwert, den ich als totes Kapital in meinem Regalen liegen habe. Und das ist auch nicht akzeptabel in meinen Augen. Vielen Dank dafür schon mal. Ich habe vielleicht noch eine Nachfrage, weil wir gerade schon ein bisschen das Thema Preispolitik angesprochen hatten. Vielleicht an Sie, Herr Frankas, aber auch an Frau Holzgrabe natürlich. Im neuen Gesetzentwurf ist ja auch so die Rede von, man müsste preispolitische Werkzeuge benutzen, um eventuell mal an die Festbeträge oder Rabattverträge ranzugehen. Im Gesetzentwurf ist ja, glaube ich, ein bisschen explizit für Antibiotika oder für auch Krebsmedikamente, also sehr scharf gestellt. Aber inwiefern sehen Sie denn da Reformbedarf und wo kann man eigentlich anpacken, was auch letztlich vielleicht Sinn ergibt, ohne dass die Medikamente nicht so viel teurer werden, dass plötzlich die Patienten, keine Ahnung, für jedes Medikament 10 Euro mehr bezahlen? Also vielleicht gerne Herr Frankas oder Frau Holzgrabe, können dann ergänzen. Ich denke, es kommt drauf an. Ich meine, jetzt durch die Fieber-Säfte hat man sich das genau angeschaut. Da ist halt der Erstattungspreis 10 Jahre nicht gestiegen. Die Inflation ist in der Zeit um 25% gestiegen. Wenn man davon ausgeht, dass der ursprüngliche Erstattungspreis von 1,38 Euro damals marktgerecht war, dann kann er, wenn er 10 Jahre nicht erhoben worden ist, nicht mehr marktgerecht sein. Und man hat ja gesehen, in dem Zeitraum die Zahl der Anbieter von, glaube ich, 9 oder 10 auf de facto mittlerweile nur einen runtergegangen ist, dann ist das schon eine Form von Marktversagen. Wir haben ökonomisch dann so eine Art natürliche Monopolisierung, die eigentlich nicht gewünscht sein kann. Das ist jetzt für einen Bereich der Fall, wo wir sagen können, da ist vielleicht nationale Gesetzgebung, nationale Preissysteme übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt andere Bereiche, wo man sagen muss, diese Kosten, da haben wir einen Standort weltweit, der quasi weltweit einen Wirkstoff zum Beispiel bereitstellt. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir müssen natürlich das gesamte Ökosystem bei der Produktion betrachten. Da wird wahrscheinlich, wenn eine deutsche Änderung der Preise nichts ändern, weil das wirklich dann eine globale Lieferkette ist, die weltweit beliefert, der Preis in Deutschland wird da keinen Unterschied machen. Das heißt, es ist eine sehr fallspezifische Sache. Und das ist auch das, was ich ein bisschen in Diskussionen vermisse. Es wird immer quasi aus dem Tagesgeschehen raus der Wirkstoff des Tages benannt. Dann wird überlegt, was kann man machen. So ist jetzt auch dieser Gesetzesentwurf, wenn man den ein bisschen böse interpretiert, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass die Inhalte falsch sind. Was eigentlich fehlt, ist tatsächlich wirklich mal systematisch zu schauen, wie sehen diese ganzen Lieferketten eigentlich aus, einen Stresstest zu machen. Die Amerikaner machen das, die stresstesten ihre Lieferketten, überlegen wirklich, wie sind die Abhängigkeiten. Wir müssen halt Hilfsstoffe mit reinnehmen, wir müssen die Excipients, wir müssen die Vorstufen reinnehmen, die teilweise noch wesentlich stärker konzentriert sind. Also das unterschätzen wir natürlich. Selbst die Inder sagen, wir müssen unabhängiger von China werden. Also Indien, wir betrachten Indien so als unsere Abhängigkeit. Indien sagt selbst, wir müssen abhängiger von China werden. Das heißt, das Ökosystem ist, da stimme ich vollkommen zu, ist größer. Während Corona habe ich mit vielen Arzneimittelherstellern gesprochen, die haben sich wegen ihren Wirkstoffen wenig Gedanken gemacht. Die hatten Sorgen, was Verpackungsmaterialien angeht, die hatten Sorgen, was irgendwelche Hilfsstoffe, Excipients und so weiter angeht. Das heißt also, das ist leider ein komplexeres Problem und das muss man auch dann entsprechend datengestützt angehen. Wir haben in Deutschland so ein bisschen nicht die Mentalität, Themen wirklich mal datengestützt anzugehen. Wir reden viel über Digitalisierung, was machen wir eigentlich gar nichts im Bereich. Das ist natürlich Aufwand. Wir haben viele Datenquellen, die man zusammenbringen muss. Es gibt heute die digitalen Werkzeuge. Es gibt statistische Verfahren, maschinelles Lernen, die man hier nutzen kann.
Und das wäre der Ausgangspunkt. Was sind Probleme, die wir national lösen können? Was sind Probleme, die wir transnational lösen? Auch von den Geldern her. Wir können nicht die ganzen Wirkstoffe als Deutschland allein zurückholen. Das ist utopisch. Und das müsste eigentlich der Plan sein. Das BfArM spricht von Früherkennungssystem. Ich denke, ein Früherkennungssystem ist richtig. Wir brauchen eigentlich mehr. Und das müssen wir wahrscheinlich auf mindestens europäischer Ebene machen. Ich denke auch, wir müssen die Vereinigten Staaten dort ins Boot holen, weil wir sind alle von Lieferengpässen betroffen. Das Problem ist in den USA genauso präsent wie in Deutschland, wie in anderen europäischen Ländern. Ja, ich möchte nochmal auf das eingehen, was Herr Petitschi eben gesagt hat. Und das nochmal in Zusammenhang stellen zwischen zu Novartis und Sandoz. Wir haben eine völlige Trennung von der forschenden Pharmaindustrie und der Generika-Industrie. Das hat es früher nicht gegeben. Da gebe ich Herrn Hoppe-Tichy absolut recht. Zum Beispiel die Firma Bayer hat früher Praziquantel hergestellt, das gegen Flussblindheit. Das gibt es nur in Ägypten und in Ägypten konnte niemand das Arzneimittel bezahlen. Aber man hat das hergestellt, dahin geliefert und hat gesagt, wir verdienen unser Geld mit Aspirin. Und dann können wir das gegenfinanzieren. Das gibt es nicht mehr. Und ich kenne jetzt im Augenblick nur, mag vielleicht Herr Hoppe-Tichy noch mehr kennen oder Herr Frankas, ich kenne jetzt als gemeinsamen Betrieb nur noch Novartis und Sandoz, die zusammengehören. Ne, die Novartis, die forscht, und die Sandoz, die letztendlich den Generika-Betrieb darstellt. So, und die wollen sich jetzt trennen. Das ist für mich der letzte Anker sozusagen. Und das ist das System, was dazu geführt hat, dass wir immer weiter Dinge billiger machen. Hat ja in den 70er Jahren angefangen, letztendlich schon. Und das ist dann optimiert worden, diese Generika-Industrie. Und da ist der erste Fehler im System, dass auf der einen Seite eine Firma, die etwas Neues auf den Markt bringt, jeden Preis aufrufen kann. Wie Herr Hoppe-Tichy eben gesagt hat, mit der Ampulle für 2,5 Millionen. Oder wir haben das schöne Beispiel bei Hepatitis C, da gab es Sofosbuvir, da kostete eine Tablette 1.000 Euro. War überhaupt kein Grund für, muss man ganz ehrlich sagen. Nur man hatte hochgerechnet, also die bisherige Therapie kostet so und so viel. Und jetzt haben wir, und die dauerte 3 Monate, jetzt können wir das in einem Monat machen, jeden Tag nehmen wir eine Tablette und dann muss die Tablette, um den gleichen Preis zu erzielen, 1.000 Euro geben. Hatte nichts mit der Entwicklung dieser Tabletten zu tun, schon gar nichts mit der Produktion der Tabletten. Einfach nur das Aufrufen eines Preises. Und da fängt es schon an, dass man nicht nur sagen muss, wir holen die Produktion zurück, sondern wir müssen das System auch im Grunde genommen ändern. Und da gebe ich Herrn Frankas völlig recht, das können wir nicht alleine. In Amerika ist die Situation genauso. Wir müssen uns da zusammentun. Und ich will nicht sagen, gegen China anstinken, aber eine Alternative dazu auch. Und das kann weder Deutschland alleine noch Europa alleine, sondern das müssen wir international. Ja, vielen Dank. Es gab noch eine Frage eben, Frau Holzgrabe, zur Erklärung vielleicht nochmal. Und zwar die Frage ist, wenn es so ist, dass die Rückholung der Produktion, wir sind nochmal, also was wir noch Deutschland zurückholen konnten und was nicht, die Rückholung der Produktion recht utopisch ist, was ist letztlich die Lösung? Staatliche Lagerbestände, die noch größer sein müssten? Also können wir auf das Thema Lagerbestände auch nochmal gehen gleich, aber... Ja, das kann natürlich, sagen wir mal, eine vorübergehende Notstand sozusagen beheben. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir Lieferketten resilienter machen, wie wir zu einer Diversifizierung von Lieferketten bekommen. Und wir müssen im Grunde genommen auch sagen, was ist uns das wert? Einfach einen Preis hochzusetzen übrigens von einem Wirkstoff oder so, halte ich, oder für ein Arzneimittel, das halte ich für überhaupt keine gute Idee. Das hat man ja dann gemacht bei dem Paracetamolsaft und die billigste für Generika Firma, ich nenne jetzt mal keine Namen, war dann sofort die erste, die genau diesen Preis dann dafür haben wollte, ohne dass sich ja irgendetwas geändert hat. Es blieb ja dabei, dass man zu wenig Paracetamol am Ende des Tages hatte. Also da muss man, da kann man nicht mit schnellen Gesetzesentwürfen aus meiner Sicht kommen. Man muss da eine langfristige Lösung diskutieren und eine Rückholung von Produktion und auch das Herauskommen aus dieser Situation, das dauert mindestens 3 bis 5 Jahre, wenn wir damit überhaupt auskommen. Also, und es fängt bei so einfachen Dingen an, dass wir die Genehmigung einer Produktionsanlage schon mal schneller machen müssen. Nicht? Da gibt es ja diesen schönen Witz, wir wollen was in Deutschland produzieren. Die Genehmigung dauert länger, so lange, dass man in Italien schon angefangen hat zu produzieren. Also nicht. Also da können wir auch an unserem deutschen System sicher, glaube ich, sehr arbeiten.
Aber ich denke, wenn ich das nochmal da einwerfen darf, wir sollten uns auch ein bisschen mehr Gedanken machen über Risiken, die entstehen durch Gesetzesvorlagen oder Gesetze. Wenn ich hier irgendwas neu mache in der Apotheke, dann muss ich eine Risikoanalyse machen. Oder wenn wir ein neues Arzneimittel einführen in der Arzneimittelkommission oder was ersetzen, ein Generikum durchs andere, dann liegt da eine Packung auf dem Tisch und wir überlegen uns, ob die irgendein Risiko in Bezug auf Verwechslung, Fehlanwendung oder sowas macht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die niedergelassenen Apotheken quäle mit Reimportquoten, dann muss mir vorher klar sein, was das für ein Risiko macht. Das macht ein Risiko in anderen Ländern, weil ich von dort einfach die Märkte leer kaufe. Ja. Es macht ein Risiko bei uns, weil es nur ein einfacher Anbieter ist unter Umständen, der nicht sicherstellen kann, dass das auch weiter so ist und geliefert werden kann und so weiter und so fort. Wir machen uns viel zu wenig Gedanken, was für negative Auswirkungen irgendein Prozess, den wir einführen, haben kann. Und das ist in diesem Bereich der Lieferengpässe ganz, ganz drastisch in meinen Augen. Ja, es sind so viele Sachen, von denen wir jetzt sagen, ja, das hat vielleicht dazu geführt, ja, ruinöser Wettbewerb. Das haben die Amerikaner im Übrigen auch gehabt. Darum ist die Generikaindustrie da ja weg. Ja. Und so ist es bei mir auch. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wenn irgendeiner Generika-Anbieter sagt, ich darf jetzt mehr nehmen, ja, dann kommt am nächsten Tag zu mir der Konkurrenzgenerika-Anbieter und unterbietet diesen Preis. Da kann ich mich noch nicht mal gegen wehren. Ja? Ich kann es ignorieren, aber dann geht der weiter an meine Ärzte und erklärt denen, du überziehst dein Budget vielleicht nur deshalb, weil dein Apotheker eben nicht das Billigste eingekauft hat. Ja? Und aus dieser Denke müssen wir irgendwann mal raus. Das geht so nicht weiter. Aber ich glaube, dieses Geiz ist geil, wie es einfach in der Werbeindustrie ja schon vor einem Jahrzehnt über den Fernseher flimmerte. Das hat sich auf alles übertragen. Ja, wenn Sie durch die Großstädte gehen, dann sehen Sie die Leute, die jungen Kinder. Ja, das sind nicht die, die sich festkleben, sondern genau die anderen mit den Discounter-Tüten, mit Kleidung über die Straße gehen, die kein Jahr halten wird. Ja. Vielleicht nicht mal eine Wäsche. Ja. Herr Frankas, weil Sie eben das Frühwarnsystem auch mal angesprochen hatten, wir haben auch eine Frage dazu noch mal reinbekommen, und zwar, wie bewerten Sie die Etablierung von einem Frühwarnsystem für Lieferengpässe? Also das wäre ja datengestützt. Sie haben eben die Daten so hoch gelobt. Zumindest sollte es datengestützt sein, aber vielleicht... Muss datengestützt sein, alles andere wäre vollkommen obsolet, um es mal so ganz klar zu sagen. Ich kann es nicht bewerten, weil ich nicht weiß, was dort genau gemacht wird. Man kann ein Frühwarnsystem gut machen, man kann es sehr schlecht machen. Ich weiß nicht genau, welche Expertise das BfArM dort reinholen möchte, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Man kann das gut, wie gesagt, man kann schlecht machen. Ein Frühwarnsystem dient dem kurzfristigen Management und Engpass etwas früher zu erkennen, eine gewisse Vorwarnung vielleicht in den Markt zu geben. Es vermeidet keine Engpässe. Das Zweite ist ein Stresstest, wirklich zu schauen, wo haben wir entsprechend Verwundbarkeit, um dann langfristig eine Strategie, da bin ich vollkommen dabei, zu entwickeln, weil diese Kurzfristmaßnahmen, die brauchen wir natürlich auch. Wir brauchen kurzfristiges Lösen von Engpässen, und da bringt natürlich eine Vorlaufzeit immer mehr. Je mehr Vorlaufzeit habe, desto mehr Gegenmaßnahmen kann ich ergreifen, aber das ist halt nicht der Strategieentwicklung zuträglich. Ich muss halt auch wissen, wo sind denn eigentlich die größten Baustellen, und das sollte ich halt wirklich systematisch identifizieren. Mit Daten natürlich auch von der Patientenseite her, was die Therapien angeht, das ist genauso wichtig, um dann wirklich zu sagen, in diese Bereiche müssen wir zuerst reingehen. Das sind Bereiche, die können wir vielleicht national angehen, das sind Bereiche, die können wir nur transnational angehen. Und diese Strategieentwicklung, die fehlt mir in Deutschland vollkommen. Fehlt auch einfach die Verbindung mit anderen Bereichen. Das spielt ja auch eine nationale Sicherheitsstrategie rein, wenn man sagt, strategische Abhängigkeit, wenn wir über Asien sprechen. Das spielt auch in eine Standortstrategie rein. Ich meine, wir haben jetzt den großen Erfolg mit BioNTech gehabt, schreiben uns Biotech auf die Fahne. Auch das müsste in so eine Strategieentwicklung reingehen. Wie kann man perspektivisch diese
Biotech-Industrie halten. Wir sind da sehr stark, weil heute kam, glaube ich, ich habe es heute gelesen, 59% der Zulassungen in Deutschland dieses Jahr Biopharmazeutika. Das heißt, das werden die Biosimilars von morgen sein. Biosimilars werden heute noch zu über 50% tatsächlich in der Wirkstoffproduktion in Europa gefertigt. Aber auch hier kann man langfristig Abwanderungstendenzen zumindest bereits erkennen, erahnen. Das heißt, wir rutschen unter Umständen die gleiche Problematik jetzt bei den Biosimilars, also den biopharmazeutischen Generika rein, wenn man so nennen möchte, die wir vor 30 Jahren bei den chemisch erzeugten Wirkstoffen gemacht haben. Auch das vermisse ich in Diskussionen vollkommen, weil ich sage, wenn man heute über Reshoring, Offshoring vermeiden spricht, da muss ich natürlich im ersten Schritt auch sicherstellen, dass nicht weitere Industrie abwandert. Also auch das ist ein Aspekt, der mir gar nicht in der Diskussion vorkommt, der aber extrem wichtig wäre. Und auch das geht in eine Strategieentwicklung rein. Und hier, wie gesagt, es ist nicht nur das Gesundheitssystem, das natürlich davon betroffen ist, aber auch Wirtschaftspolitik, die dort eine Reihe spielt, es ist die nationale Sicherheit, die eine Rolle spielt. Und dass es diese Verknüpfung von solchen Strategieelementen findet, zumindest nach meinem Wahrnehmen nicht statt. Ja. Frau Holzgraber, ich würde Ihnen ganz gerne noch die Frage stellen, weil es eigentlich auch eine Nachfrage ist zu dem, was Sie eben schon gesagt haben. Und zwar dieses angeblich jetzt die Entwicklung von Medikamenten ja derart teuer, was die Forscher und Pharmaunternehmen ja auch immer sagen, dass neue Medikamente auch so teuer auf den Markt gebracht werden. Und vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen beurteilen, inwiefern diese Argumentation überhaupt stimmt und vor allem, was man, das ist ja eine Wiederpreispolitik wahrscheinlich, dagegen halt tun könnte überhaupt. Also die Entwicklung eines neuen Arzneimittels ist teuer. Da gibt es gar keine Zweifel. Wir haben mal unter Ulla Schmidt die Aussage gehabt, ja, das kostet eigentlich nur ein Drittel, aber man muss ja immer im Hinterkopf haben, ich versuche einen neuen Wirkstoff überhaupt mal zu finden, dann muss ich den profilieren und dann kommt der größte Batzen an Geld, den man investiert, das sind die klinischen Studien und das Geld muss man ja auch irgendwo finanzieren, das darf man ja nicht vergessen, denn man hat ja zu dem Zeitpunkt der klinischen Studien, die über mehrere Jahre dauern, keine Einnahmen durch das Arzneimittel. So, und es sterben aber in diesen klinischen Studien Substanzen, die sehr hoffnungsvoll waren am Anfang in präklinischen Studien, die sehr wirkungsvoll waren dergleichen. Es sterben unglaublich viele. Und diese Substanzen und diese Arzneimittel, die nicht auf den Markt gekommen sind, die Entwicklung muss man natürlich mitfinanzieren, wenn ich einen neuen Wirkstoff mache. Das ist also die eine Seite, wo man sagt, so, das kommt immer darauf an, was man macht, aber Pi mal Daumen ist so, 1 Milliarde kostet inzwischen die Entwicklung eines neuen Arzneimittels, das auf den Markt gekommen ist. Das allerdings auch mitfinanziert, dass manche gar nicht auf den Markt gekommen sind. Das ist die eine Sache. Man muss also, das ist auch ein Antibiotika-Problem, das muss ja irgendwie wieder reingespielt. So, bei Antibiotika hat man ja zum Beispiel das Problem, Sie nehmen das, ich sage jetzt mal 10 Tage oder Sie sind gesund oder Sie sind tot, so ein bisschen sarkastisch übertrieben formuliert. Wenn Sie deswegen werden ja in der wenig neue Antibiotika zum Beispiel entwickelt in der Industrie, weil die sagen, das lohnt sich nicht. Wenn Sie aber einen zu hohen Blutdruck mit Mitte 50 entwickeln, dann nehmen Sie die Blutdruckmittel, bis Sie sterben. Das ist natürlich, ne, dann, das ist also, das muss man so ein bisschen alles differenziert sehen. So, jetzt kommen wir aber nochmal auf den Preis zurück. Natürlich muss das, was die Entwicklung gekostet hat, eingespielt werden. Aber es kann auch nicht sein, dass man das spiegelt aber nicht den Preis eines Arzneimittels wider. Das spiegelt nicht die 2,5 Millionen wider, die in dem Töpfchen waren. Das ist der reine Gewinn, den man machen will. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Irgendwann kommen sie ja dann in die Festbetragsregelung und dann werden die Arzneimittel dann billiger. Und bis dahin muss man versuchen, so viel Geld wie möglich wieder reinzuspielen. Aber das, was sie investiert haben, hat nichts mit dem zu tun, was es hinterher kostet. Das ist entkoppelt. Aber da möchte ich ein bisschen reingrätschen. Ich habe vor 3 Jahren habe ich meine Vorlesung Pharmakoökonomie komplett umgestaltet und versuche die Studenten ein bisschen aufzuhetzen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich würde dem allen folgen, wenn es eine absolute Transparenz über die Entwicklungskosten gäbe seitens der Pharmaindustrie, dann wäre ich damit einverstanden. Sie wissen es auch, Frau Holzgraber, es gibt Veröffentlichungen, die sagen, in diese Entwicklungskosten werden auch schon Marketingkosten mit eingerechnet, ja, klar. Das ist vielfach schon mit dabei. Das ist für mich nicht Entwicklung. Wenn Sie diese Argumente einer Firma wie Mercedes geben, dann wird die sagen, ja, denkt ihr, wir haben keine Entwicklungskosten oder forschen nicht in Sachen rein,
die noch gar nichts bringen. Ja? Wenn ich sehe, wie viele Zeitschriften es über autonomes Fahren gibt und wie viel Autoindustrie da Geld reingebraten hat bisher schon und wir sind noch gar nicht da, dann glaube ich, haben die genau dasselbe Problem mit Entwicklungskosten wie Pharmaindustrie. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist wirklich... Aber das widerspricht sich doch nicht. Finden Sie, dass Mercedes den Preis wert ist, ehrlich gesagt? Ja, ich will es nur transparent haben. Wenn mir jemand sagt, ich habe Entwicklungskosten von 1 Milliarde und zugegebenermaßen ist das ja pauschal über alles. Ja. Das ist in manchen Arzneimitteln garantiert viel weniger, in manchen vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Sie hatten vorhin Hepatitis C als Beispiel genommen, die Medikation. Ja, die Firma hat das in 18 Monaten reingeholt, das, was sie ausgegeben hat. Die haben nämlich nur eine andere Firma gekauft. Ja, und damit auch das Produkt. Die hatten 18 Monate. Das scheint mir sehr kurz. Ja. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass dann auch noch Renditen an die Aktionäre ausgeschüttet werden, in der Pharmabranche stabil wie Donnerhall. Ja, das passt nicht zusammen in meinen Augen. Und ich möchte deshalb die nicht so billig davonkommen lassen. Wenn argumentiert wird über Entwicklungskosten und über die Kosten, die vorher entstehen, die man wieder reinkriegen möchte, dann erwarte ich eine absolute Transparenz und eventuell auch eine Vorgabe, wie lange es dauern muss, dass es wieder reinkommt. Nämlich meinetwegen auch Verlängerung von Patentlaufzeiten. Bin ich absolut mit d'accord. Ist vielleicht ein Incentive für jemanden. Aber Sie merken, ich bin da durchaus ein bisschen auch persönlich angefasst, wenn mir immer nur gesagt wird, wie hoch Kosten sind und wie, dass man es unbedingt braucht, das wiederzukriegen. 18 Monate, das geht gar nicht. Nein, aber wir sind da total zusammen, Herr Hoppetich. Ja, ich weiß. Wir sprechen Ihnen da nicht. Ich habe ja gesagt, dass das irgendwie, dass das nicht geht, was Sie an Preisen nehmen. Und Sie haben völlig recht, das Sofosbuvir ist ein wunderbares Beispiel zu erklären, dass es so nicht geht. Das war eigentlich meine Intention. Vielleicht habe ich das nicht ordentlich übergebracht. Das kann durchaus sein. Ich rede schon mal kurz rein, weil wir noch nicht mehr so viel mehr Zeit haben, aber wir sind so ein, zwei Fragen dann doch noch wichtig, Frau Holzgrabe. Es gab noch eine kurze Nachfrage, vielleicht gehen Sie da ganz kurz nochmal drauf ein, und zwar, ob die Frage auch nochmal Preispolitik, ob die alten Rechnungen eigentlich noch gelten, also könnte man nicht auch zum Beispiel mit KI und etc. die Kosten der Entwicklung bedeutsam senken, da ist Herr Frankers vielleicht und sicherlich genauso angesprochen. Also man sagt immer, KI ist der Heilsbringer und sowas, aber inwiefern können man letztlich da vielleicht auch die Preispolitik besser beeinflussen? Also dazu habe ich im Augenblick keine Fantasie, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie weit kann KI da überhaupt wirken. Klar wird es da Rationalisierungen geben, aber wir sind da so am Anfang, dass ich da keine Prognose wagen würde. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat Herr Frankers bessere Informationen als ich. Wir wissen halt, dass man halt entsprechend natürlich den Entwicklungsprozess optimieren kann, wenn man KI-Verfahren, neuronale Netzwerke etc. anwendet. Okay. Gleichzeitig kann man natürlich argumentieren, dafür werden auch die Wirkstoffe komplexer, was das vielleicht wieder ein bisschen konterkariert. Also wir haben keine belastbaren, man kann mutmaßen, das wird es ein bisschen geben, aber tatsächlich gibt es dazu aus meiner Sicht, also ich kenne keine belastbaren Daten dazu, um da eine Prognose zu machen. Ich glaube jetzt aber aus dem Bauchgefühl nicht heraus, dass das plötzlich die Entwicklungskosten auf 10% der heutigen senken wird. Das würde ich eher nicht erwarten. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nur das Bauchgefühl. Ich bin kein Pharmakologe, ich bin da eher der Analytiker an der Stelle. Herr Petich, ich habe noch eine Frage, auch bitte vielleicht um kurze Antwort, aber wenn ich viel mehr Zeit mehr haben. Wir haben ja gerade in den Wintermonaten und kurz im Herbst haben wir immer diese Problematik mit Fiebersäften und sonst was. Das hatten wir zumindest jetzt letzten Winter. Und da war einfach die Frage, ich meine, Ihre Einkäufer schauen ja immer, Sie haben das gerade schon gesagt, wie ist der Markt gerade eigentlich, was braucht es, wie viel müssen wir bevorraten, aber braucht es vielleicht sogar noch mehr eine Art bundesweiten Einkaufsplan, der so vor allem vor so Erkältungswellen und im Herbst explizit nochmal genauer schaut, was muss eigentlich jetzt wie hochgefahren werden, und dann ist natürlich die andere Frage, kriegt man es überhaupt, klar, aber inwiefern gibt es das oder inwiefern wäre sowas denkbar oder möglich überhaupt?
Boah, es ist eine schwierige Frage. Ich könnte sie ganz kurz machen, aber kaum einem mitgeholfen. Aber also, wenn ich mir überlege, wie föderal unser Gesundheitssystem aufgebaut ist, dann ist im Moment, fehlt mir die Fantasie zu denken, dass eine nationale Notfallreserve, so wie sie die Schweiz ja hat oder so etwas, dass man das hier mit unserem System aufbauen könnte. Wenn es gehen würde, wäre es natürlich toll, muss man sagen, ob ich das jetzt auf Fiebersäfte, ob ich mich darauf kaprizieren würde, das würde ich eher verneinen. Aber das Thema Antibiotika oder auch bestimmte Onkologika, und das sind schon Sachen, die allein, und Kardiaka, das sind Sachen, die allein wegen der Menge der Patienten, die das benötigen und auch dringend benötigen, natürlich enorm wichtig. Ja, das sind lebensrettende Sachen dann. Es wurde ja mal vom Bundesgesundheitsministerium so eine Liste angefangen. Ich weiß gar nicht, wie die geendet ist. Aber da standen auch Sachen dabei. Da würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, dass die irgendeinen Einfluss auf die Volksgesundheit haben würden, wenn sie jetzt mal 3 Monate nicht verfügbar wären. Vielen Dank, Herr Petichen. Genau, mit Blick auf die Zeit würde ich Ihnen allen gerne noch eine kleine Abschlussfrage noch mitgeben, die für Sie alle so gleich ist und natürlich auch irgendwie auch breit gestellt ist, aber vielleicht kann jeder von Ihnen noch mal kurz scharf stellen, was für Sie persönlich jetzt wichtig ist, also welche Bereiche müssen wir jetzt scharf stellen, um Lieferengpässen auf auch lange Sicht von mir so gerne natürlich, aber aus der Welt zu schaffen. Also wo muss der Fokus gesetzt werden und wo wird er vielleicht nicht gesetzt? Vielleicht können Sie das ein bisschen noch mal auseinanderdröseln. Kurz, ich weiß, das ist immer so das Problem, aber können gerne mit Ihnen, Frau Holzgrabe, starten und dann Sie nickten gerade schon, deswegen habe ich jetzt gerade den Zuschlag bekommen. Ja, ich glaube, wir haben doch gesagt, dass Lieferengpass ein komplexes Geschehen oder Belieferung, Produktion ein sehr komplexes Geschehen ist. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir genügend Antiinfektiva und Onkologika haben. Da hat der Herr Lauterbach schon recht. Wie wir das hinbekommen, ist ein nicht einfaches Thema. Denn ich sage jetzt mal so ganz einfach, Penicilline und Cephalosporine, die wir in großen Mengen bei Infektionen einnehmen, die lassen sich noch relativ einfach herstellen. Aber viele andere Antibiotika haben einen wesentlich komplexeren Herstellungsweg. Und darauf sollten wir uns vielleicht in der Tat auch ein bisschen konzentrieren. Obwohl ich nicht glaube, dass wir immer letztendlich unabhängig werden von einem asiatischen Markt. Frankas, möchten Sie ergänzen? Ich denke, es gibt so ein paar Building Blocks, die man berücksichtigen müsste. Das erste ist sicherlich, man muss das Ganze in eine Strategie reingießen und die Strategie muss auch erstmal wissen, wo sind die größten Probleme, die wir haben. Und das sollte nicht das Tagesgeschäft diktieren, sondern halt eben wirklich, was ist die Faktenseite auf den Lieferketten, was ist die Nachfrageseite eben seitens der Ärzte, der Apotheken, die wirklich genau wissen, was ist für die Patienten relevant. Der zweite Building Block ist ganz klar, wir brauchen hier eine transnationale Perspektive. Das als nationales Problem zu begreifen, ist grundsätzlich falsch, auch wenn es da mal einem Ausnahmen geben mag. Der dritte Punkt ist, es gibt nicht die eine Lösung. Es wird vielleicht eine Mischung sein aus höheren Preisen vielleicht oder anderen Preisen in einzelnen Bereichen, aus möglicherweise Reshoring, das aber sicherlich nicht als deutscher Alleingang, das kann ich Ihnen, glaube ich, garantieren. Und möglicherweise auch nationale Reserven in bestimmten Bereichen, europäische Reserven. Aber auch das ist logistisch ausfordernd. Wir sollten nicht anfangen, irgendwelche Bundeswehrschuppen zu mieten und dann die Arzneimittel reinzulegen, wie wir Tamiflu uns dann freuen, wie die peu à peu verderben. Also ganz so einfach ist leider die pharmazeutische Lieferkette nicht, um so etwas zu machen. Ja, Herr Petit. Ich fand das sehr gut, was Herr Frankas gesagt hat. Es wird nicht die einfache einzelne Lösung geben. Wir müssen das Ganze als gesellschaftspolitisches Problem begreifen. Gesellschaftspolitisch heißt, dass ich mich auch im Bundestag nicht hinstelle, immer nur mit den Worten, was alles nicht geht, ja, ohne was anderes zu machen. Wir haben da gerade 2 Parteien, die ich da echt in die Pflicht nehmen würde. Die eine ist in der Regierung, die andere nicht. Das Punkt 1. Punkt 2 ist in meinen Augen gesellschaftspolitisch, dass wir uns auch selbst ein bisschen an die eigene Nase fassen als Akteure im Gesundheitswesen.
es geht nicht an, dass ich ein Antidiabetikum verschreibe off-label für jemanden, der abnehmen möchte. Das ist ein Unding. Also da habe ich doch auch eine Verantwortung als Verschreiber. Und wir auch, wenn ich das auf Krankenhausapotheken beziehe, auch wir sind organisiert in Einkaufsverbünden, auch wir müssen irgendwie sehen, dass wir zum Beispiel kein Single Sourcing im Generika-Bereich machen, sondern immer mehrere Anbieter bei der Stange halten und von denen auch einkaufen, auch wenn sich die Preise ein bisschen unterscheiden. Dann hat der eine mal einen höheren Preis als der andere und so weiter und so fort. Also wir haben auch eigene Maßnahmen, die direkt bei uns liegen, bei uns Spielern im Gesundheitswesen, die wir ergreifen können. Ja? Das darf man nicht vergessen. Man darf auf keinen Fall die Meinung haben, das kann nur geregelt werden, wenn wir der Pharmaindustrie irgendwas machen. Vielen Dank, Herr Petichi. Und vielen Dank Ihnen allen dreien vielleicht auch nochmal. Wir sind jetzt leider schon am Ende. Ich möchte den Journalisten da draußen aber vielleicht noch kurz mitgeben, wenn Sie das Transkript oder die Videoaufzeichnung ja haben wollen, die wir ja sowieso anfertigen. Aber wenn Sie das vorab haben wollen, eine unbearbeitete Version noch, können Sie das auch haben. Der Link dazu ist in der Reminder-Mail, die wir verschickt haben. Da können Sie dann draufklicken. Ansonsten gibt es das ja spätestens morgen, haben wir alles auch ratiert, so gesehen da. Okay, dann danke ich Ihnen dreien nochmal ganz recht herzlich, dass Sie dabei waren und würde mich freuen, wenn wir das Thema demnächst vielleicht nochmal auch aufgreifen würden. Also, machen Sie es gut und vielen Dank. Danke.